Okay, hallo. Heute sprechen wir über Multiplikation oder Mal nehmen oder multiplizieren. Lass mich das gerade mal hier oben drüber schreiben. Multiplikation. Okay. Also, nehmen wir mal an, wir fangen einfach mit einem Beispiel an, da erklärt sich das immer am besten. Also, fangen wir mal an mit 2 mal 3. Also, was 2 plus 3 ist, haben wir ja in den Additionslektionen schon erzählt. Das, obala, da habe ich jetzt 5 geschrieben, das war nicht so gut, dann korrigiere ich das hier. Also 2 plus 3 ist 5. Und wenn du dir nicht mehr ganz sicher warst, wie sich das rechnet, also du kannst zählen, zum Beispiel 2 Kirschen plus 3 Kirschen sind, und dann einfach zählen, 1, 2, 3, 4, 5. Oder du kannst auch ganz einfach wieder deinen Zahlenstrahl nehmen. Und da fangen wir wieder bei 0 an und gehen dann nach rechts in einer Schritten hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Und nun kannst du für 2 plus 3 einfach bei der 2 anfangen. Und wieder in einer Schritten nach rechts bei der Addition. 1, 2, 3. Und dann landest du bei der 5. Da kommst du bei 5 raus. So, das war also die Addition. Wie funktioniert es jetzt bei der Multiplikation beim Mal nehmen? Da können wir nicht einfach 3 dazu zählen, sondern bei der Multiplikation denkt ihr einfach, das ist eine Addition, die mehrmals stattfindet. Und zwar in dem Fall 2 mal 3. Also zweimal findet diese statt. Also du addierst oder zählst die Zahlen mehrfach zusammen. Zum Beispiel dreimal die 2. Also ich habe hier die 3 zweimal. Und was das ist, weißt du, das ist 6. Du kannst aber auch einfach sagen, okay, ich kann auch einfach. Oh, Entschuldigung, das war eben zweimal die 3. Ich kann aber auch dreimal die 2 zusammen addieren. 1, 2, 3. Komme ich auch auf 6. Also du siehst schon, ich kann einmal, zweimal, dreimal die 2 nehmen. Dann hast du 2 mal 3 gerechnet. Also es ist quasi eine mehrfache Addition. Und wie du siehst, ergeben beide Ergebnisse das gleiche. Also ob du jetzt zweimal einen Dreier zusammenzählst oder dreimal einen Zweier zusammenzählst, ist ganz egal. Das kommt immer aufs Gleiche drauf. Du merkst also schon, in Mathe oder beim Rechnen allgemein ist es oft so, das wirst du später noch viel öfter sehen und merken, dass du auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel kommst oder zur Lösung kommst. Es ist eigentlich nur wichtig, dass du dabei die richtigen Regeln einhältst und die richtig anwendest, dann stimmt dein Ergebnis auch immer. Mach mal vielleicht noch mal ein kurzes anderes Beispiel. Was ist 3? Oder lass mich dir erstmal noch eine andere Visualisierung, anderes Bild dazu malen. Also stell dir vor, wir haben hier eine ganze Menge grüner Äpfel. So, ich zähle die mal nicht laut mit, weil das wollen wir ja gleich rechnen. So, jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, ich zähle die jetzt und sage hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann wüssten wir das Ergebnis jetzt schon und das wäre auch okay für diese kleinere Menge an Äpfeln, aber wenn es mehrere werden, dann wird es 10 vielleicht schwierig. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Möglichkeit, nämlich lass uns mal zählen. Du siehst jetzt, ich habe das so aufgemalt, dass in jeder Zeile, ich male das mal hier an, also in jeder Zeile sind die gleichen Anzahl von Äpfeln, nämlich 1, 2, 3. Ja, hier sind 3 Äpfel in
in der Zeile? Und wie viele Zeilen gibt es? Also, ich denke, du weißt, was eine Zeile ist. Also die Zeile sind einfach alle Äpfel, die auf der gleichen Höhe nebeneinander stehen, so wie im Buch auch die Wörter, die nebeneinander stehen, also auf der gleichen Höhe, in der gleichen Zeile. Und wie viele Zeilen davon haben wir? Ich male die mal ein. Wir haben eine Zeile und noch eine Zeile und die dritte Zeile und die vierte Zeile. Das heißt, wir haben vier Zeilen. Und jetzt können wir auch sagen, vier Zeilen mal wie viele Äpfel sind pro Zeile? Drei. Dann kannst du einfach multiplizieren. 4 mal 3 ist 12. Wir haben ja vorhin schon gezählt. Es waren 12. Du könntest jetzt aber auch sagen, ich nehme viermal, so wie man es auch in Deutsch einfach spricht, viermal 3. Also ich habe viermal einen Dreier. Ich habe vier Dreier. Also einen Dreier und einen zweiten Dreier und einen dritten Dreier und einen vierten Dreier. Und wenn ich die zusammenzähle, das ist 3, 6, 9, 12. Also 3 plus 3 ist 6, plus 3 ist 9, plus 3 ist 12. Genau das machen wir hier in der Addition. Du könntest das auch andersrum schreiben. Du könntest auch einfach sagen, ich scroll mal hier ein bisschen runter. Du könntest auch einfach sagen, anstatt 4 mal 3 will ich jetzt andersrum rechnen, 3 mal 4. Wir haben vorhin schon gesehen, dass wir die Zahlen einfach drehen können. Jetzt probieren wir das nochmal aus. Wir sprechen das auch einfach nochmal aus. Also 3 mal die 4 oder 3 Vierer. Ich habe also ein Vierer plus noch ein Vierer, das sind zwei Vierer plus einen dritten Vierer. Und was gibt es? 4 plus 4 ist 8, plus 4 ist 12. Kommen wir auch wieder auf unser gleiches Ergebnis. Und du siehst schon, 3 mal 4 ist 12, 4 mal 3 ist 12, bleibt sich also gleich. Also denk einfach nochmal drüber nach, dass du das entsprechend so aussprichst. 3 mal 4 oder 3 Vierer, 3 oder 4 Dreien und dann kannst du dir überlegen, was das in der Addition bedeuten würde und entsprechend aufzählen und dann kommst du, glaube ich, immer aufs richtige Ergebnis. Das sollte schon klappen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, warum mache ich mir das so kompliziert und rechne hier und schreibe hier extra Zahlen auf und muss dann noch addieren? Ich könnte es doch einfach aufzeichnen und zählen. Das stimmt natürlich in diesem Beispiel. Es gibt aber Beispiele, da sind die Zahlen viel, viel größer. Zum Beispiel 50 oder 100 oder noch größer und dann brauchst du schon eine ganz schön lange Zeit, bis die alle aufgemalt hast, die Äpfel oder die Kirschen oder die Kreise. Und dann auch zusammengezählt hast. Und so kannst du ganz einfach die Zahlen zusammen multiplizieren oder mal nehmen und dann kommst du viel schneller aufs Ergebnis. So, jetzt machen wir noch ein paar Spezialbeispiele und zwar folgendes. Vielleicht hat dich das schon mal jemand gefragt. Und zwar rechnen wir jetzt 3 mal 1. Jetzt denkst du dir vielleicht, ah, 3 plus 1, das ist ja 4. Dann muss das doch auch irgendwie 4 ergeben, oder nicht? Und da musst du jetzt aufpassen, weil, oder geh einfach auf deine Methode zurück, das 3 Einser hinzuschreiben. Also zum Beispiel so. Ich habe ein Einser und zwei Einser und drei Einser, also dreimal 1, 2, 3. Und wenn du das zusammenzählst, hast du 1 plus 1 ist 2 plus 1 ist 3. Du könntest es auch andersrum schreiben, du könntest auch einfach sagen, ich habe einmal die 3, einmal die 3 und sonst nichts und das ist auch 3. Du siehst also, alles, was mit 1 multipliziert ist, mit 1 multipliziert wird, ist immer die gleiche Zahl. Also 3 mal 1 ist 3. Und wenn ich jetzt 4 mal 1 nehme,
4 mal 1, dann ist es genauso. Ich habe 1 Einser, 2 Einser, 3 Einser, 4 Einser. Und das ist, oh, Entschuldigung, muss man hier kurz radieren. Da habe ich eine 4 geschrieben, das soll ein Einser sein. Und das ist gleich 4. 1, 2, 3, 4. Oder du sagst einfach einmal die 4, das ist auch 4. Kannst du auch rechnen. So, ein anderer Spezialfall, den ich jetzt, also kannst du dir merken, alle Zahlen, die mit 1 multipliziert werden, sind immer diese gleiche Zahl. Also du kannst auch rechnen einmal 38 ist wie viel? Genau, 38. Oder 72 mal 1 ist 72. Einmal die 72, einmal die 38. So, und jetzt machen wir den letzten Spezialfall noch für heute. Und der ist 3 mal 0. Oder fangen wir erstmal mit 3 plus 0 an. Da hast du ja, da weißt du ja, okay, 3 plus 0, wenn ich 3 Zitronen habe und 0 Zitronen dazu zähle, dann habe ich immer noch 3 danach. Also 3 plus 0 ist 3. Aber wie ist es jetzt, wenn ich was mit 0 mal nehme? Also was ist denn zum Beispiel 4 mal 0? So, und da müssen wir uns überlegen, wie wir das rechnen. Also wir können die gleiche Methode machen wie vorher. Wir nehmen 4 mal einen Nuller. Also eine 0 und noch eine 0, das ist die zweite 0 und die dritte 0 und die vierte 0 ist gleich, wie viel haben wir dann? 0 plus 0 plus 0 plus 0 ist immer noch 0. Das heißt hier diese 1, 2, 3, 4. Wir können auch andersrum schreiben. Ich schreibe einfach 0 mal die 4 auf. Also ich schreibe das mal daneben. Das ist 4 mal 0. Oder wir können auch einfach schreiben 0 mal die 4. Und was ist 0 mal die 4? 0 mal die 4 ist nix. Also da brauche ich gar nichts hinschreiben. Das heißt, das ist auch 0. Seht schon, hier kommt er auch wieder auf das gleiche Ergebnis. Das heißt, egal welche Zahl du mit 0 multiplizierst, kommt immer 0 raus am Ende. Wir können ja noch ein paar andere Beispiele rechnen. Wir können ja noch rechnen zum Beispiel 5 mal 0. Da können wir auch rechnen mit 5 Nullen. 1er 0 plus 2er 0 plus 3er 0 plus 4er 0 plus 5er 0 ist immer noch 0. Oder du sagst einfach 0 mal 5. Ja, das ist kein mal 5. Das ist überhaupt nicht 5. Also ist auch 0. Das heißt, auch wenn du ganz, ganz große Zahlen mit 0 multiplizierst, zum Beispiel 112 mal 0, ist immer noch 0. Oder 0 mal 3152 ist auch noch 0. Also alles, was du mit 0 mal nimmst, ist immer 0. Und oben hast du eben gerade auch gesehen, alles, was du mit 1 mal nimmst, bleibt diese ursprüngliche Zahl. Okay, ich hoffe, du hast das verstanden und es hat dir Spaß gemacht. In den nächsten Übungen sprechen wir noch viele, viele mehr Beispiele durch. Jetzt schau dir erstmal das Video noch ein paar Mal an, mach die Übungen dazu und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Tschüss!